wie die Natur könnte aussehen. Wenn er die Landwirtschaft mehr Sorge gibt. Wenn kleinste Lebewesen zu den Verbündeten der Bauern werden. Wenn sich die Rücksicht auf die Natur für die Bauern auszahlt und für die Gesellschaft. Was für ein Schatz in einem gesunden Boden steckt. Das Geheimnis, wie es Gemüse kommuniziert. Es lange zum Leben. Und wenn die Natur die Bauern zufrieden macht. Es wird Sie vielleicht verstaunen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir unsere heutige Sendung in einem Wald anfangen. Denn eigentlich geht es ja um die Landwirtschaft. Aber eben um eine spezielle Landwirtschaft, die unglaublich viel mit dem Wald zu tun hat. Die Bauern in der Schweiz, die stehen ja ständig unter Kritik. Und gerade nächstes Jahr stehen zwei Initiativen zur Abstimmung, die die Landwirtschaft fundamental betreffen. Bei der letzten Sendung im August über die Wölfe in der Schweiz hat man uns vorgeworfen, wir hätten eine Sendung mit Informationen zum Thema zu nach am Abstimmungstermin gemacht. Und darum schauen wir heute für genug Distanz zu den beiden Pestizidinitiativen, die nächstes Jahr anstehen. Wir wollen heute aus einem biologischen, wissenschaftlichen Blickwinkel schauen, was ein grosser Teil der Landwirtschaft in der Schweiz für Auswirkungen auf die Natur hat, warum das so ist und ob es alternative, konstruktive Ansätze gibt, wie eine Landwirtschaft mit der Natur, sogar mit Hilfe der Natur, ausgezeichnete Resultate erreicht. Und genau darum sind wir jetzt hier in einem Wald, wo Lebensgemeinschaften von Bäumen und Pilzen oder auch Tieren mit Mikroorganismen ausgezeichnet zusammen funktionieren. Wie schafft so ein Wald eine Ansammlung von Pflanzen, wo Millionen und Milliarden von Organismen eine Lebensgemeinschaft bilden, die über Jahrzehnte und über Jahrhunderte funktioniert? Wie funktioniert das Zusammenspiel von unvorstellbar vielen Lebewesen? Von Bakterien, Eizellen, Pilzen, Würmern, Tausendfüßler, Spinnen, Insekten, Vögel, Säugetiere, zusammen mit den Pflanzen, in einem grossen Ganzen. Fressen und gefressen werden. Nährstoff wandern von einem zum nächsten in den Nahrungsketten, im unglaublich komplizierten Gewimmel und Gewusel, nutzt jeder Nährstoff für sich, frisst, wächst, schießt und vermehrt sich. Noch viel gewaltiger, verzweigter als jede Millionenstadt von Menschen. Das, was fast in jedem Wald, in der Höhe und im Boden abgeht. Das Geheimnis liegt beim Kreislauf der Nährstoff. Pilze, die abbauen und verfügbar machen, was die Pflanzen wieder brauchen. Schissdreck von Regenwürmern, hochwertige Erde. Der Boden als Schlüssel, dass Pflanzen wachsen können. Blätter bilden, die wieder runterfallen und verwertet werden. In tausendfacher Form von anderen. Als krasser Gegensatz. Eine Landwirtschaft, die alles wegfliegt, wegspritzt, jätet, was nicht passt. Immer mehr Ertrag von Produkten, die mir makellos sind. Die Ernährung von immer mehr Menschen zu tiefen Preis, mit immer noch mehr Technologie, die das Leben in den Böden, die Biodiversität, im Kulturland immer mehr in Bedrängnis bringt und verschwinden lässt. Der Gegensatz zum Wald könnte dramatischer nicht sein. Dabei weiss man, dass dort, wo man den Boden zu sehr strapaziert mit intensivster Landwirtschaft, er die Fruchtbarkeit verliert, sogar zur Wüste wird, wie das zum Beispiel dramatisch in den 1930er Jahren in der Prärie zu Amerika passiert ist. Auch bei uns wird das Verdrängen von der Vielfalt, auch eine Art Wüste, viel weniger sichtbar. Aber Gift und Dünger aus der Landwirtschaft wirken nicht nur dort, wo sie sollen. Sie lassen die Böden veröden und gehen ins Wasser über Jahrzehnte. Die Bauern geben sich redlich Mühe, schaffen Ausgleichsflächen. Der Staat zahlt Subventionen für angesagte Blumenwiesen, für Asthäufe, für Gleittiere. Trotzdem verarmt die Natur. Insekten nehmen dramatisch ab und mit ihnen die Vögel. Immer schwerere Maschinen verdichten die Böden. Man hilft nach mit noch mehr Dünger und Chemie, dass immer noch mehr wächst. Da stellt sich die Frage, muss das wirklich sein? Oder ging es auch anders? Wie weit sind wir gekommen in diesem Land? Und was ist passiert, seit bei uns alles noch Natur war, vor mehr als 8 Jahrtausend? Was ist denn eigentlich Natur? Und was Kulturlandschaft? Und was heisst eine Landwirtschaft mit der Natur? Es hat früher noch grosse Wildtiere gegeben. Der Ur, der heute ausgestorben ist, der Vorfahr vom Hausrind. Und der Wiesent, grosse Rinder, die im Wald gelebt haben. Der Elch hat es gegeben und schon dort mal. Rothirsch. Und nochmal ein Vorfahr von einem Haustier.
Wildsäue. Fleischfresser, Luchs, die Rehe jagen. Und Wölfe und Bären haben ihre Rolle gespielt bei der Auslese von schwachen und von kranken Huftieren und haben so für Gesundheit gesorgt. Die Biber haben die Gewässer gestaltet in der Ebene mit ihren Dämmen. Die ebenen Gebiete von Flüssen sind als fruchtbares Schwemmland für die Landwirtschaft vom Mensch später besonders interessant. Vor rund 8000 Jahren die ersten festen Siedlungen, die während 4000 Jahren vor allem an den Ufern der Seen ersten Ackerbau betrieben haben. Mit dortmal 10.000 bis 20.000 Menschen in der ganzen Schweiz. Grosse Rodungen vom Wald haben ab dem Mittelalter eingesetzt. In den offenen Flächen sind neue Tiere eingewandert. Zum Beispiel der Feldhase. Oder der Weissstoch, der hier gerade eine Scherm ausfrisst. Auch das ein neues Tier, dortmal. Es hat unzählige Feuchtgebiete gehabt. Ein Paradies für Amphibien wie die Laubfrösche. Mit den vielen abwechslungsreichen Nischen hat das Kulturland der Menschen eine viel größere Biodiversität entwickelt als der ursprünglich geschlossene Wald. Seit dem ersten Ackerbau vor rund 8000 Jahren bei uns bis zur Landwirtschaft während dem Zweiten Weltkrieg, der sogenannten Anbauschlacht, hat sich die Schweiz dramatisch gewandelt. Durch das Trockenlegen für den Ackerbau sind über 90% der Feuchtgebiete verschwunden. Während dem Krieg hat man die landwirtschaftliche Produktion in der Schweiz gewaltig gesteigert durch das Urbarmachen von sogenanntem Ödland, dort, wo noch Natur war. Zugtiere wie Ross und Ochsen haben noch wie seit Jahrhunderten eine Rolle gespielt. Aber die Mechanisierung der Landwirtschaft hat einen Quantensprung in der Effizienz bedeutet, was rationell gemacht hat, mit Mono oder genauer mit Reinkulturen zu arbeiten, wo man nur noch eine Pflanzenart aufs Mal anbaut. Das geht weiter bis heute. Die Maschinen werden immer grösser, der Bauer im Cockpit ist immer weiter weg vom Boden und vom Wesen der Pflanzen. Der Vergleich im Wald. Im Gegensatz zum gesunden Mischwald bringt der Fichtenmonokultur ein riesiges Nahrungsangebot für die Borkenkäfer, die die Bäume absterben lassen. Sie regulieren die Natur zurück zur Vielfalt. Die Vielfalt sorgt für Stabilität auch auf der Wiese. Und was viel von nur einer Art hat, wie in dem Kornfeld, tauchen in Massen die auf, die profitieren wollen, wie im Warenhaus beim Ausverkauf. Auf dem Feld heissen so Organismen Schädling. Als Beispiel Treblaus, eingeschleppt aus Amerika, hat ab 1860 der Weinbau in ganz Europa in eine Krise gestürzt. Weil man noch keine Pestizide hatte, hat man auf einen Rebstock aus Amerika die einheimischen Sorten Wein aufgepfropft. Die gemischte Pflanze widersteht der Treblaus. Zucht auf resistente Sorten gegen Krankheiten und Schädlinge sind bis ins 20. Jahrhundert das wichtigste Mittel gegen Verlust gewesen. Die chemische Industrie in Basel hat dann in den 1940er Jahren die Lösung gegen alle Insektenschädlinge auf den Markt gebracht. Vor allem, was man bis jetzt hatte, überlegen geschonen hat. Der aus Lenzburg stammende Dr. Paul Müller hat der Menschheit zu einem entscheidenden Sieg in dem jahrtausendealten Kampf gegen die Insekten verholfen. Antrieben durch den Zweiten Weltkrieg hat man das sogenannte DDT bald weltweit eingesetzt. Für einen Mensch und Säugetier sei es nicht giftig, hat man gemeint. Und gegen alles. Krankheitsübertrager wie Lüse und Stechmücken und gegen Schädlinge in der Landwirtschaft hemmungslos verspritzt. Der Entdecker Müller hat 1948 für das DDT den Nobelpreis gekriegt, wie die Wochenschau hier meldet. Doch dann hat man gemerkt, dass DDT nicht nur Insekten bodigt, sondern auch die, die Insekten fressen. Zum Beispiel die Vögel und sich anreichern im Fett. Auch in der Muttermilch und im Emmentaler, wo man darum nicht mehr exportieren durfte. Der Wanderfalken, der Singvögel frisst, ist fast ausgestorben wegen DDT. Und so hat man es dann noch verboten. Doch die Industrie hat nicht nur zu Basel ein neues Geschäftsmodell entdeckt und einen Giftstoff um den anderen auf den Markt gebracht. Jeder hat die Behörden geprüft und als unbedenklich zugelassen. Und Hunderte dann oft nach jahrelangem Einsatz wieder verboten, wegen Gefahren für Gesundheit oder die Umwelt. Produkte, die alle einmal als unbedenklich angepriesen worden sind. Allein seit 2010 sind 182 Wirkstoffe in der Schweiz entweder verboten worden oder von den Herstellern vom Markt genommen. Wenn man hier sieht, haben die Bauern über Jahrzehnte bei den Pestiziden, der Industrie und den Behörden sozusagen blind vertraut. Wo man um 2010 aufmerksam geworden ist, dass Bienen auf der ganzen Welt dramatisch schwinden, haben die Wissenschaft herausgefunden, dass hochgiftige Pestizide mit einer Rolle spielen. Bienen und Hummeln sind lebenswichtig für das Bestäuben der Pflanzen in der Landwirtschaft.
Seit der Bund gewisse Daten über Pestizide der Behörden zur Verfügung gestellt und man die Abbauprodukte suchen kann, findet man die Rückstände in den Landwirtschaftsgebieten bis ins Wasser, wo man trinken. Gewisse Kulturen wie Obst oder Reben muss man intensiv behandeln. Sie wachsen gar nicht mehr richtig ohne Pestizide. Die Konsequenzen von der intensiven Landwirtschaft schlagen durch auf die Biodiversität. So nimmt die Vielfalt der Arten, die von Insekten leben, dramatisch ab. Eine Langzeitstudie, 2017 publiziert, hat gezeigt, dass fliegende Insekten in den letzten 30 Jahren um 3/4 abgenommen haben. Problematisch auch die Situation in den Bächen und Flüssen. Dort leben die Larven von hochempfindlichen Insekten, die, wenn Giftstoffe aus der Landwirtschaft in die Gewässer fließen, vergiftet werden und verschwinden. Aus diesen Larven gibt es Insekten wie Eidachsfliegen, die wichtig sind für die Insektenfresser und die Luft. Auch die Gleitkrebs leiden unter Pestiziden im Wasser. Die Fische nehmen ab, die von den Gleittieren leben, unter anderem wegen Umweltgift und Nahrungsmangel. Weil Giftstoffe aus der Landwirtschaft für Mensch und Umwelt ein Problem sind, hat der Bundesrat auf Druck von der Bevölkerung 2017 einen langfristigen Reduktionsplan für Pestizide beschlossen, wo aber Fachleute aus der ökologisch orientierten Landwirtschaft und dem Umweltschutz als zu langfristig und zu wenig wirksam kritisieren. An diesem Punkt kann man sich fragen, ist es denn halt jetzt einfach so, dass wenn man will, Landwirtschaft betreiben, die einigermaßen rendiert, dass das nur noch mit modernster industrieller Technik geht? Das haben wir uns für unsere heutige Sendung auch gefragt. Wir haben nach Alternativen Ausschau gehalten und wir sind fündig geworden. Ich will Ihnen in einem nächsten Teil verschiedene Betriebe vorstellen, wo man in der Landwirtschaft eng mit der Natur zusammenarbeitet, mit einfachsten Mitteln und das erstaunlich erfolgreich. Der Obstgarten von Helmut Müller zu Neukirch bei Egnach in der Ostschweiz. Uralte und junge Obstbäume, eine bunte Vielfalt, die nur erlaubt ist für einen Privatgebrauch. Denn der Bund schreibt vor, welche Obstsorten man kommerziell pflanzen darf und welche nicht. Die Sortenvielfalt ist das Rezept von Helmut Müller. Er züchtet Sorten, die robust sind gegen Krankheiten und interessant im Geschmack. Für das sammelt er alte Sorten, züchtet sie weiter oder kombiniert sie neu. Bei den Äpfeln ist es natürlich interessant, wenn man kann essen kann, aber auch für Süßmast oder für Cider brauchen. Oder auch zum Backen. Und das interessiert mich. Aber primär muss er robust sein, wenig krankheitsanfällig. Was sind die Vorteile von seiner Produktionsweise? Unser Geheimnis ist die wilde Durchmischung an Arten und Sorten. Und wir haben sehr, sehr viele Sorten, die wenig krankheitsanfällig sind. Das verhindert auch die epidemische Ausbreitung von Krankheiten, von Pilzkrankheiten. Und eben vor allem die Schädling verwirrt es komplett, weil es ist nicht alles zur gleichen Zeit reif. Es ist keine Monokultur, das ist sehr wichtig. Weil jede Monokultur ist hochanfällig, egal was drin wächst. Also was mir besonders wichtig ist, ist einfach das Stück Natur erhalten, und zwar für alle Wesen. Jeder, der ein Stück Land hat, hat eine Verantwortung. Im Obstgarten von Helmut Müller schwirrt es und summt es im Frühling. Die Bienen und andere sorgen durch die Bestäubung dafür, dass nachher die Äpfel wachsen. Was viele Insekten hat, findet Vögelfutter. Auch die Insekten, die als Schädling gelten. Die Vielfalt sorgt für die Balance zwischen den Obstbäumen. Das ist kein Zufall. Bei seinen Nachwuchsbäumen erzählt Helmut Müller. Jeder Baum, wenn er auspflanzt, hat eine Beipflanze dabei. Ob es jetzt Nachtkerzen oder Malven oder manchmal sind sogar schon Gurken und Johannisbeeren dabei gewesen. Das ist halt auch schön. Mhm. Und so tragen wir eigentlich die Vielfalt auch in eigentlichen Obstgarten raus. Und das grosse Loch ist von der Horn raus. Mein Redaktionskollege Daniel Mennig fragt, und die Schädlinge haben keine Chancen so. Also, wie gesagt, es gibt Schädlinge natürlich. Die Obstmade, die ist vorhanden, oder auch Käseflüge, die sind vorhanden. Ein Ausfall gibt es immer. Die Frage ist einfach, kann man mit dem leben, kann man das akzeptieren oder will man das nicht? Und wie ist es mit dem Pflanzenschutz, also mit den Pestiziden? Wir beweisen ja seit 30 Jahren, dass es auch geht ohne oder mit wenig. Also mindestens ohne synthetische Mittel. Ich will es nicht beschönigen. Es ist natürlich so, es hat viele Wurmstichige, man hat Ausfall, aber die tun wir wieder selber weiterverarbeiten. Also ist es auch kein Verlust. Und wir sind nicht abhängig von irgendeinem Grossabnehmer, weil das
ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man abhängig ist. Weil dann muss man machen, was der befiehlt. Und das will man nicht. La Rose de Fribourg. Das ist völlig untergegangen, vergessen gegangen und ist ein wunderschöner und sehr guter Apfel. Und gesund auch noch. Und niemand baut sie an. Jeder sagt ja, kleine Äpfel, das will kein Mensch. Da beweisen wir genau wieder das Gegenteil. Wenn die Optik stimmt und der Geschmack stimmt, das ist ein riesiger Renner. Dank innovativer Spezialitäten sind Äpfelschaumweiter Cider verkauft er bis nach New York. Und mit dem Direktverkauf von Vielfalt kann der Helmut Müller bestens leben von diesem Kunterbund von Obstbäumen. Szenenwechsel. Wir sind hier zwei Jahre im Kanton Jura am Sonnenhang auf einem sehr speziellen Weingut von Valentin Plattner. An diesem Spätsommertag kreucht es und fleucht es auch hier. Gut tarnte Ödlandschrecken, Raupen von Schmetterlingen. Heideschnecken, die sich mit dem Häusli angeklebt haben und warten, bis es wieder regnet. Eine Streifenwanze. Und Wespenspinnen Archiope. Die Gottesanbeterin ist typisch für den warmen und trockenen Lebensraum. Und der Bläuling muss sich in Acht nehmen. Ausgezeichnet tarnt passt die grüne Heuschreckenverwandte auf eine Beute. In der Vegetation zwischen den Reben wimmelt es von Insekten. Mein Kollege, der Reto Vetterli, der diese Bilder gedreht hat, verpasst prompt den Moment, wo die Gottesanbeterin blitzschnell zupackt. Künstlerbach. Es ist Natur, dass alle kriegen, was sie brauchen. Auch die Menschen, die hier arbeiten. Das ist der Valentin Plattner, Weinbauer und Rebenzüchter auf der ganzen Welt. 2005 hat die Sendung Menschentechnik-Wissenschaft bei der Arbeit porträtiert. Er hat Erfahrung von Jahrzehnten beim Züchten von speziellen Reben. Hier präpariert er den weiblichen Teil einer Rebenblüte, die gut ist für einen Wein, um sie gezielt zu befruchten und so eine Pflanze zu züchten, die resistent ist gegen Mehltaupilz. Jetzt sind wir am Kastrieren der Blumen. Das ist ein schwieriges Wort. He? Wir müssen alle männlichen Teile an den Blumen abreißen. Das sind die Käppchen, jetzt, die noch geschlossen sind. Und hier drinnen sind die männlichen Teile. Und die reissen wir jetzt alle ab, dass am Schluss nur noch das Weibchen übrig bleibt. Jetzt hier drauf probieren wir einfach noch eine andere Pflanze, die auch sehr resistent ist, um etwas wirklich super Resistenz zu kriegen. Das ist der Blütenstand von einer Rebe, die resistent ist gegen Pilz. Von der bringt der Valentin Plattner jetzt die Pollen auf die weiblichen Blütenteile, die er gerade vorbereitet hat. Die Bestäubung, der unromantische Sex bei Reben, soll Nachkommen erzeugen, die gut sind für einen Wein und unempfindlich gegen Pilz. So, dass man die Pflanzen nicht mehr spritzen muss mit Fungizid. Das macht der Züchter immer wieder neu, mit immer mehr Erfahrung. Hier, beim sogenannten Rebschulist, wachsen aus diesen kombinierten Somen Pflanzen, wo man schauen kann, ob sie die gewünschten Trauben produzieren und resistent sind gegen Pilz. In diesem Feld waren jetzt etwas über 30'000 Säume. Übrig bleiben vielleicht noch 2'000, also keine 10%. Das wären jetzt die besseren. Von den besseren hat es vielleicht nur etwa 500. Das sind alles Kreuzige mit hochqualitativen Sorten, wo man schon Wein gemacht hat. Wo also die Chance ist recht gross, dass es etwas gibt, das resistent und gut ist. Die Pflanzen, die nicht passen, kommen weg. Die Selektion von pilzresistenten Sorten, sogenannten Piwi-Reben, bringt Erfolg. In Deutschland und in Frankreich, in Spanien, in Amerika und in Neuseeland schafft man mit den Plattner-Sorten. Nur das Bundesamt für Landwirtschaft scheint nicht interessiert. In Deutschland wird sie Piwi Cabernet Blanc ohne Fungizid weitum angebaut. Auch in der Schweiz, weil Sorten aus der EU auch bei uns zugelassen sind. Aber lassen wir hier die Kontroverse. Der Züchter geht mit seinen Piwi-Reben auf Nummer sicher. Unermüdlich geht es der Sorte, bis er zufrieden ist. Dann haben wir eine stabile Resistenz, aber das braucht mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Gene. So eine Züchtung bedeutet jahrelang einen Riesenaufwand. Gibt es hier nicht modernere Methoden? Man hat immer behauptet, Gentechnik, da kann man alles lösen damit. Das ist nicht so einfach. Das Gen müsste am rechten Ort sein. Wenn man Kreuzungen macht, kommt das automatisch ans rechte Ort und wird richtig gesteuert. Weil die Steuerung des Gen muss dann auch noch da sein. Also, ich kann wohl
Porsche-Motoren reinbauen. Aber wenn die Steuerung den Zündschlüssel nicht dran ist, nützt auch alles nichts. So kämpft Valentin Plattner für robuste Reben mit 4 bis 5 Resistenzgen, wo gute Weinsorten auf Jahr raus den Pilz widerstehen können. Reben, die man nicht spritzen muss, kommen der Natur und der Gesundheit der Menschen zu gut. Wir sind in Süßlingenbuch, gerade neben Frauenfeld im Thurgau. Hier haben Roland und Karin Lenz ihr Weingut. Und das Naturteam filmt eine riesige Vielfalt von Vögeln und Insekten. Wo es 9 Töter hat, werden keine Pestizide verspritzt. Heugumper will die Bienen Maureidechsen. Sie haben hier eine Heimat, weil auch der Raum zwischen den Reben der Natur gehört. Der Boden ist wild bewachsen überall. Es hat Asthäufen aus alten Rebstöcken als Versteck. Roland Lenz ist überzeugt vom Rebbau ohne Spritzen von Chemie. Also ich würde sagen, es gibt heute vermutlich 15 bis 20 Traubensorten, die wir auch teilweise hier auf dem Betrieb anbauen, die funktionieren. Und ich begreife eigentlich niemanden im Bereich Weinbau, der nicht von dem Gebrauch macht, weil es ist auch wirtschaftlicher. Du brauchst weniger Hilfsstoff, du hast das Risiko, ist massiv kleiner. Du kannst Arbeitsstunden einsparen. Es hat nur Vorteile. Von 21 Hektaren hat das Weingut Lenz 17 Hektaren für einen Wein, 3,5 Hektaren für die Natur. Und der Wein, den sie produzieren, holt regelmässig Preise, national und international. Das klingt nach Werbung, ist aber nur zum Sagen, dass Natur noch produzieren und Preise holen mit Spitzenqualität kein Widerspruch muss sein. Weil aber die Piwi-Reben vom Bund nicht anerkannt sind, vermehrt das Lenzen ihre Wein als einfacher Landwein zu sehr guten Preisen. Und der Grossverteiler hat über 50'000 Flaschen bestellt. Und auch mit der Direktvermarktung ist der Betrieb erfolgreich. Überall gerappelt sind am Weinberg. Warum, ist klar. Wir haben ja überhaupt noch nie Insektizide ausgebracht. Auch nicht solche, die im Bio erlaubt werden. Aber gerade in den letzten Jahren, wo die Schädlingsgeschichte zugenommen hat, betreffend Schäden an den Trauben, würde ich sagen, haben wir immer das Gegenteil erlebt, also immer weniger Schäden. Das war für uns nie ein Thema. Auch dieses Jahr jetzt mit der Kef ist kein Thema. Kef ist die Kirsiessigfliege. Sie stammt aus Asien und besiedelt die Schweiz seit rund 10 Jahren. Sie legt ihre Eier in reife Früchte und Trauben und macht im konventionellen Obst- und Rebbau Schäden. Aber die biologische Vielfalt in diesem Rebberg setzt eine Grenze. Roland Lenz freut sich über sein Stück Natur, das selbstverständlich Teil seiner Arbeit ist. Wenn du hier in die Rebberge reinlaufst, die Vielfalt, das ist das, was uns jeden Tag einfach aufstellt. Wegen dem mache ich das eigentlich. Die Reben hier sind von Pilz befallen. Es gibt verschiedene Arten von Mehltau. Die Weinreben in Europa leiden unter diesen Mehltaupilz, die eingeschleppt worden sind aus Amerika, weil sie zu Europa nicht von Natur aus resistent sind. In den meisten Rebbergen der Schweiz löst man das Problem mit ausgiebig Chemie, manchmal sogar mit Heli. Der Bund unterstützt den konventionellen Weinbau intensiv. Das Einkreuzen von Genen von Reben aus Amerika mit Mehltauresistenz, um auf Fungizid verzichten können, löst in traditionellen Weinbaukreisen grosse Widerstände aus. So bleibt es halt beim Spritzen. Mehltaupilz befallen nicht nur Reben, sondern auch Gemüse. Zum Beispiel hier der Kopfsalat. Auch hier gibt es ohne Chemie grosse Verluste. Oder eben mit resistenten Sorten. Die Sativa AG Rheinau ist ein Betrieb, der sich um Saatgut für den Biolandbau kümmert. Hier macht die Pflanzenzüchterin Charlotte Eichholz mit den Blüten vom Salat eine künstliche Befruchtung, wie sie es schon von den Reben kennen, um gezielt Pflanzeneigenschaften zusammenzuführen. Bei unserem Salatprojekt mit Vereinten Gärten sind wir auf der Suche nach einer Resistenz, die auch auf lange Zeit funktioniert. Das Problem ist nämlich, dass Sorten, die jetzt angeboten werden im Moment, wirklich einen sehr, sehr schnellen Zyklus durchlaufen. Das heißt, alle 2 Jahre braucht es neue Sorten mit neuen monogenen Resistenzen. Und das ist eigentlich nicht nachhaltig, weil wir suchen etwas, was längerfristig auch funktioniert. Ein partizipatives Projekt, wo Hunderte von Gärtnern in ganz Europa Salatvarianten für Sativa testen. Sie bekommen Saatgut, schauen, was daraus wird und rapportieren das Resultat dann zurück nach Rheinau. Einmal mehr geht es ohne Pestizid. Im Saatgut-Business haben es Firmen wie Sativa beim Züchten schwer, wegen der Patente auf viele Sorten. Der Unternehmensleiter, der Amadeus Tschunke.
Früher war es ja so, dass man als Züchter frei verfügbar konnte alle Sorten verwenden, die man wollte. Und Züchtung ist eigentlich immer darauf angewiesen, dass man neue Pflanzen verwenden kann für Einkreuzungen, um neue Eigenschaften in neuen Sorten zu verankern. Das wird jetzt immer schwieriger, insbesondere durch Patente, die da den Zugang sehr einschränken. Den Patent auf dem Saatgut sollen grossen Agrofirmen Exklusivrecht sichern. In Zukunft auch mit Gentechnologie. Amadeus Tschunke. Heute meint man, dass man mit CRISPR-Cas9 und anderen Methoden sehr schnell neue Eigenschaften einbauen kann. Aber diese neuen Eigenschaften, die sind dann isoliert und nicht verankert in der Gesamtpflanze. Und dann sind die Pflanzen unter Umständen sogar noch anfälliger wie vorher. Also mit den neuen Methoden meint man, dass man sehr schnell ist, aber in der Wahrheit sind wir der Meinung, dass unsere langsame Methode am Ende zu Sorten führt, die sich für eine lange Zeit eigentlich im Anbau bewähren können. Der Kampf um die freie Verfügbarkeit vom Saatgut ist in vollem Gang. Hier eine Kopfsalatproduktion in industriellen Dimensionen, die Logik der Biologie, ein riesiges Angebot für Pilzbefall und Insektenfraß. Und das Gleiche gilt für viele andere Kulturen. Nutzpflanzen werden auch bereits als Samen mit Pestizid beizt, die die Pflanzen dann gegen Pilze oder Insekten von innen schützen. Von der Aussaat an, mit speziellen Seimaschinen, bis sie gross sind. Andere Mono- oder Reinkulturen muss man immer wieder spritzen. Auch im Biolandbau, einfach mit Mitteln, die organisch und nicht synthetisch sind. Langlebige Verbindungen landen häufig auch dort, wo sie nicht sollten. Zum Beispiel im Wasser. Das ist großflächig dokumentiert, unter anderem von der EAWAG, einem Wasserforschungsinstitut von der ETH. Messungen zeigen, das Wasser in den Landwirtschaftsgebieten ist stark belastet. So sehen die Wasserinsekten in einem gesunden Bach aus. Das fehlt in diesem Fall. Der Gewässerchemiker Christian Stamm hat 2019 in Schweiz aktuell gesagt, wenn man jetzt hier ins Gewässer reinschaut, stellt man fest, dass es eine schlechte Artenzusammensetzung hat. Das heisst, wenige empfindliche Arten, obwohl, wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, wie sieht das Ufer aus, da hat es Büsche, da hat es Bäume, das sieht eigentlich alles recht naturnah aus. Es scheint schon so zu sein, dass da die chemische Belastung eben das Problem darstellt. So leiden nicht Fisch. Je mehr man misst, desto deutlicher wird, wenn etwas ändern soll, muss etwas gehen. Das führt unseren nächsten Schauplatz auf Speis Arberg im Berner Seeland. Der Reichhof ist der Gemüsebetrieb von Stefan Brunner. Früher hat er konventionell angebaut, heute aber umgestellt, radikal. Mir ist wichtig, dass wir unser Gemüse möglichst naturnah anbauen können, aber auch so, dass es für uns selber stimmt. Wir verzichten auf Pflanzenschutzmittel, die synthetisch sind, setzen keine Kunstdünger ein. Wenn wir mal irgendwie müssen, ein Insekt bekämpfen oder so, können wir auf Bakterien, biologische Mittel zurückgreifen. Gegen das Gärtchen wir einfach hacken und schaben und vermehrt jetzt auch Mulch einsetzen. Wir wollen eigentlich möglichst die Ursache bekämpfen und nicht Symptome bekämpfen. Das heisst? Dass man eben eine starke, robuste Pflanze hat, die sich wehren kann oder die für einen Schädling eben gar nicht so interessant ist, weil die Zellen eben nicht einfach so schnell gewachsen sind und dadurch eher dünne Länge haben, sondern dass es eben robuste Pflanzen hat, die sich die Viecher dran den Zähnen ausbeissen. Aus der Luft sieht man, dass der Stefan Brunner etwas anders macht als seine Nachbarn. Eine konventionelle Gemüseproduktion braucht die Tiefbearbeitung vom Boden, eine intensive Düngung und den Einsatz von Chemie. Dabei ist ein ständiges Wettrüsten im Gang. Pilze und Insekten werden resistent. Dann braucht es wieder neue Mittel bis zur nächsten Resistenz vom Schädling. Und so weiter. Trips am Lauch sind so ein Beispiel. Der Stefan Brunner probiert das anders. Er deckt den Boden ab mit Mulch. Bohnen wachsen jetzt dadurch, weil die haben recht viel Kraft zum Durchwachsen. Und das kleine Gjet, das hat nicht so viel Power. Kommt nicht durch. Es wird sich jetzt zeigen, oder? Hier sieht man ein Gras, Reisgras, sagen wir, also Quecken. Das hat auch Power ohne Ende, das wird durchkommen. Das kannst du mit dem nicht bremsen. Aber ein Melbele, ein Franzosenkraut, ein Hirse, das sind unsere Problemkräuter. Der Boden will möglichst bedeckt sein, durchwurzelt. Und das übernimmt jetzt halt hier das Kiet sozusagen, oder? Das sind Pionierpflanzen. Die Pflanzen übernehmen die Aufgabe vom Bodenschutz. Die schauen, dass der Boden nicht austrocknet, dass er durchwurzelt ist, dass er beschattet wird. Und die Funktion, die im Moment das Gärtchen übernimmt, die wollen wir eben durch den Mulch ersetzen.
Bodenlebewesen. Und wenn die nicht da sind, dann haben wir ein Problem. Darum müssen wir denen Sorge haben. Das sind meine wichtigsten Mitarbeiter. Ein simple Wort. Wer mit den Bodenlebewesen schafft, darf nichts einsetzen, wofür sie giftig ist. Und du musst den Boden luftig lassen. Schwere Maschinen verdichten die Böden so, dass Bodenlebewesen keine Chance haben, um ihre Arbeit zu machen. All dem probiert der Stefan Brunner Rechnung zu tragen. Gegen unerwünschte Pflanzen setzt er Striegel, oberflächlich, ein. Sein Traktor ist nicht schwer und er fährt präzise. Das Resultat ist klar. Wenn du jetzt mit dem Meter so ein bisschen schaust, dann bringe ich mit einem Finger so 8 cm runter. Da hier biegt sich nur der Meter, oder? Da, wo das Rad fährt. Ja. Und weiter fällt auf, der Stefan Brunner pflegt eine bunte Vielfalt. Ein Merkmal von der sogenannten Permakultur. Mit dieser ganzen Permakultur-Geschichte kommt eben ganz viel von früher wieder vor. Es ist extrem viel Wissen verloren gegangen und wo ihr schon gar nie mehr hörst. Ich hatte lange Mühe mit dem Begriff Permakultur. Ich habe mir unter dem einfach so Hügelbeet und Kräuterschnecken vorgestellt. Und ich dachte, ja, das ist super für im Hausgarten, aber wie willst du jetzt da hektarenweise Hügelbeet machen? Bis ich mich genauer mit dem auseinandergesetzt und gesehen, ja, eben fixe Fahrgassen, Molchanbau, Bäume dazwischen, Mischkulturen, das sind alles verschiedene Elemente, die zur Permakultur zählen. Und je mehr von denen das man erfüllen kann, desto besser geht es am Boden und desto besser ist dann auch der Ertrag. Ich habe die Möglichkeit, meine Produkte so zu vermarkten, dass es unter dem Strich aufgeht. Also wir machen vor allem Direktvermarktung im Gemüse, haben ein Abonnement. Also wir liefern das Gemüse direkt am Kunden. Liefern. Dort haben wir die ganze Wertschöpfung eigentlich bei uns. Vom Berner Seeland geht es ins Zürichbiet, nach Mönchaltdorf am Griffensee. Das ist Matthias Hohlenstein, der mit seinem Kollegen Sammy Bähler ein Start-up nach dem Prinzip von Slowgrow gegründet hat. Seit 6 Jahren ist die Gruppe ständig am Experimentieren. Landwirtschaft mit Hilfe von der Natur. Organisches Material, der sogenannte Mulch, deckt hier den Boden ab. Wie im Wald die Blätter der Bäume an den Boden fallen und Schutz und Nährstoff bringen. Jedes Beet kriegt seine Mischung, eine ganze Wissenschaft. Und es sprießt und wächst immer nur ein bisschen, nie viel von etwas. Und wenn es Nacht wird, nimmt der Matthias Hohlenstein schon Wunder, wer da alles in seinen Kulturen unterwegs ist. Und uns auch. Ein alter Bekannter, den niemand wirklich kennt. Ein Regenwurm. Mit dem Maul am Vorderende packen sie Blätterstückchen, ziehen sie rein, fressen sie. Um das zu dokumentieren, muss es dunkel sein. Wir filmen hier mit Infrarot. Bis zu 250 Regenwürmer leben pro Quadratmeter in so einem Boden, fressen organisches Material, schiessen fruchtbarste Erde hinten raus, wo dann den Pflanzen wieder zur Verfügung steht. 600 Tonnen jedes Jahr auf einer Hektare Ackerland. So sorgen die Würmer für Fruchtbarkeit und Luft im Boden. Wer sie verdruckt, verpflegt, verhäckselt, kann nicht mehr auf sie zählen. In der Kultur von Matthias Hohlenstein haben die Bodentiere mit Mulchmaterial einen Haufen Nahrung und einen Schutz. Und so wächst von selber, was man gepflanzt hat. Und freiwillige Helfer, die diese Art von Landwirtschaft begeistern, können immer wieder ernten. Das Kapital von diesem Betrieb, ein Boden, der lebt und wo die Post drin abgeht. Und wo wieder etwas führen kommt, wo Ähnlichkeit hat mit dem Wald. Ein Haufen kultivierte Pflanzen gehen im Boden eine Symbiose ein mit Mykorrhizapilz. So auch die Wurzeln von diesem Lauch. Bei Getreide oder Gemüse sind es meistens Endomykorrhizen, die in die Wurzeln der Pflanze hineinwachsen. Alles, was man hier blau sieht. Am Forschungsinstitut für Biolandbau zu Frick besucht meine Naturkollegin Isabella Sedivi Zara Simancic, die über Mykorrhiza forscht. Unter dem Mikroskop, links mit den blauen Punkten, eine Wurzel, wo die Pilze Nährstofflager angelegt haben drin. Die Mykorrhiza-Pilze versorgen die Pflanzen mit Phosphor und mit anderem und sind ihre Partner. Zara Simancic. Genau, hier, das ist jetzt Tomate.
mit wenig Phosphor. Und hier sieht man, da hat es auch ganz schön die Hyphen. Das sind wie die Transportbahnen, wo der ganze Transport der Nährstoffe und der Kohlenstoffe passiert. Der hier zum Beispiel in ganz feinen Strukturen, die erstrecken sich über die ganze Länge der Wurzel. Und wir haben die Vesikel, die sind meistens am deutlichsten erkennbar, weil das sind die Speicherorgane. Hier diese blauen kleinen Schatten, das sind die Apuskel, was eigentlich das wichtigste Organ ist, weil da, das sind die Austauschorgane, wo der die Pflanze mit dem Pilz eigentlich sozusagen die Güter austauscht. Die Mykorrhizen sind also für Gesundheit und Ertrag von der Kulturpflanze entscheidend. Aus dem Wald kennt man ihre Rolle besser. Pilze, die wir kennen, sind nur die Fruchtkörper von Organismen, die unter dem Boden über die Wurzeln mit den Bäumen eine Partnerschaft eingehen. Die feinen weißen Geflechte um die Wurzeln versorgen die Bäume mit Nährstoff und dringen im Boden in die engsten Ritzen vor. Auch der Baum gibt seinen Pilz zurück, was sie brauchen, nämlich Kohlenstoff. Die Mykorrhizen der Bäume sind meistens Ektomykorrhizen. Sie wachsen also aussen um die Wurzeln herum und bilden im Waldboden ein unglaubliches Verbindungsnetz. Neue Forschungen zeigen, dass die Bäume über die Mykorrhizen miteinander kommunizieren, dass sie einander über die Pilzverbindungen Nährstoff oder Wasser liefern und dass in diesem Netzwerk alte Bäume Einfluss haben auf die Jungen. Anders als bei den Bäumen wachsen bei den Pflanzen auf dem Feld die Mykorrhizen nicht aussen, sondern in den Wurzeln innen. Und wenn sich die Forschung erst seit kurzem langsam antastet an das Wesen und Kommunikation von Bäumen, so tauchen vielleicht noch ins Noch auch die Geheimnisse der Pflanzen auf dem Feld und ihre Pilz im Boden langsam auf. Auch hier gibt es Hinweise, dass Gemüse kommuniziert mit dem Unkraut und mit dem Gras rundherum. Die Mehltaupilze und andere, die die klassische Landwirtschaft mit Fungizid bekämpfen, haben zwar wenig zu tun mit den Mykorrhizen, aber gewisse Pestizide und vor allem Düngemittel stören das unendlich feinfühlige Zusammenspiel von der Pflanze mit ihren Mykorrhizen. Es ist also fundamental, was Bäuerinnen und Bauern entscheiden müssen. Wer mit dem Boden und seiner Wunderwelt von Lebewesen zusammenarbeiten will, darf sie weder verquetschen, noch überdüngen, noch vergiften. Wer den Boden nicht als Kosmos, sondern nur als Substrat für seine Kultur anschaut, muss sich nicht wundern, wenn unerwünschte Pflanzen, Unkraut, wachsen auf blutigen Flächen, die ausgiebig düngt sind. Unkraut spritzt man weg mit Herbizid, z.B. mit Glyphosat, wo gestritten wird, ob es krebserregend ist. Um den Herbizideinsatz zu vermindern, tüftelt man heute an computergesteuerten Jetrobotern mit Chemie oder mechanisch. Oder man jettet auch von Hand in grossen Dimensionen. Z.B. mit so Wägeli, mit Jet-Ferrari, wie sie der Stefan Brunner nennt. Aber klar, das kostet und macht das Gemüse teurer. Hier schaut Matthias Hohlenstein in seinen Gemüsekulturen auf den Wald und hat den Boden immer zugedeckt. Das reduziert, wie beim Stefan Brunner vorher, Pflanzen, die man nicht so gerne hat. Oder verkauft sogenannte Unkraut innovativ als Kräuter. Das ist Franzosenkraut. Das verkaufen wir, ja. An das Restaurant? Ja. Was ist der Kilopreis? Das ist wie normale Kräuter, also so um die 40 Franken rum, aufs Kilo. Ja, wir haben eigentlich eine riesige Liste von Wildkräutern und auch zum Beispiel auch das Labkraut. Mhm. Gehen wir im Frühling aus der Wiese ernten. Der junge Löwenzahn natürlich auch. So eine Zwiebelblüte, dann kann man wunderbar schöne Teller dekorieren. Und wie man sieht, hat es immer einen Nützling, der noch drauf hockt. Wahrscheinlich ein Bestäuber. So eine unscheinbare Fliege, die man doch braucht im System, damit eben Gurken zum Beispiel schön bestäubt sind. Viel einen höheren Trockensubstanzanteil wieder. Die besteht nicht aus 99% Wasser. Genau. Nutzpflanzen nicht allein, sondern gemischt anbauen, dass Pilz, Würmer und Fraßinsekten keine grosse Nahrungsgrundlage haben. Standort wählen, wo den Pflanzen besonders passen, den Boden decken mit Material, das die Bodenlebewesen nährt und keine Giftstoffe oder Kunstdünger einsetzen. Der Naturkreislauf im Wald überträgt aufs Feld. Und vor allem keine Massenproduktion. Die Vielfalt von Lebewesen sorgt für Fruchtbarkeit und Stabilität, das Erfolgsrezept für eine Landwirtschaft mit der Natur. Was für ein Gegensatz zu all dem, was man sonst sieht.
Die meisten Bauern, die mit schweren Maschinen in sonnigen Monokulturen intensiv produzieren, sei das jetzt mit konventioneller Landwirtschaft, IP oder Bio, die stehen massiv unter Druck. Denn wenn sie für Grossverteiler produzieren, dann müssen sie makellose Härtöpfel, Riebli oder Röseligöl nach ganz bestimmtem Maß abliefern. Sonst gibt es Abzüge bei den Preisen oder die Ware wird ihnen überhaupt nicht abgenommen. Und so etwas erreicht man nur mit standardisiertem Saatgut, das man immer wieder neu zukaufen muss, damit man überhaupt zusammen mit Pestizid und mit Düngestoff auf den gewünschten Ertrag kommt. Es ist also nichts anderes als eine Massenpflanzenhaltung auf kleinstem Raum, abhängig von Düngemitteln und von Chemie. Permakultur und ähnliche Methoden, die Sie gerade vorher gesehen haben, die haben einen grundsätzlich anderen Ansatz. Aber die Frage ist, ob so eine alternative, kleinbürgerliche Landwirtschaft die Schweiz tatsächlich ernähren könnte oder vielleicht sogar die ganze Welt. Weit über die Hälfte der Landwirtschaftsproduktion auf der Welt sind Kleinbetriebe mit wenigen Hektaren Land. Land, wo sich die Familien mit viel Handarbeit anpflanzen, was sie brauchen. Das Rückgrat der Welternährung. Kleine Kulturen, ähnlich wie Sie es gerade vorher bei Matthias Hohlenstein gesehen haben. Wenn sich Menschen selber Lebensmittel produzieren, zusammen mit ihren Haustieren, ist das die beste Voraussetzung gegen Abwanderung in die Städte, gegen Elendsviertel und gegen die Migration. Wodurch ein Grossgrundbesitz und industrielle Produktion einfachen Leuten die Existenzgrundlage entzogen wird, wandern sie ab und kommen oft ins Elend. Im Weltagrarbericht 2008, einer weltweiten Analyse der Landwirtschaft im Auftrag der UNO, ist klar herausgekommen, dass die Zukunft einer nachhaltigen Landwirtschaft mit gesunder Ernährung der Menschen nicht in industriellen Produktionsmethoden liegt, sondern in ökologischen, kleinräumigen Betrieben. Die Pflege des Bodens und seiner Lebewesen ist dabei lebenswichtig. In der Schweiz ist aber die rationalisierte industrielle Landwirtschaft der Standard und wird vom Staat mit Subventionen unterstützt. Unsere Bauern investieren Direktzahlungen in Technologie und sind mit Agrarkredit häufig hoch verschuldet. So sind sie gefangen in diesem Produktionssystem und abhängig von Maschinen, hochgezüchtetem Saatgut, Kunstdünger und von Pestiziden. Grossverteiler sagen, wie die Waren auszusehen haben. Was nicht der Norm entspricht, landet in den Biogasanlagen oder wird wieder in den Boden gepflegt. Eine riesige Verschwendung von Nahrungsmitteln, Arbeitskraft und Energie. Wenn die Bauern ihre Produkte absetzen wollen, müssen sie dem Diktat der Grossverteiler folgen. Die Konsequenz von dem zu viel an Dünger und Chemie: die Umwelt leidet, die Biodiversität verarmt, Insekten und Vögel nehmen dramatisch ab, die Organismen in den Gewässern werden vergiftet und versticken. Zu viel Güllen auf dem Land rundherum nimmt dem Baldeckersee den Sauerstoff. Chemie aus der Landwirtschaft taucht im Trinkwasser wieder auf, in vielen Landwirtschaftsgebieten. Das ist eine harte Analyse, aber sie stimmt. Trotzdem wird diese Art von Landwirtschaft weiter wacker an den Schulen unterrichtet. Grosse Maschinen sind der Stolz von Betrieben, die modern sein wollen. Es wird geschaut, dass das schon die Jüngsten lehren. Die Faszination für Technik und der Stolz verkaufen sich. Die reiche Schweiz leistet sich im Jahr 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel, die noch essbar wären, einfach zu vernichten. Davon 550'000 Tonnen aus der Landwirtschaft können gar nie entladen. Auf fast zwei Drittel der Agrarfläche der Schweiz wird nicht das Essen von Menschen produziert, sondern Futter für Rinder, Säue und Hirner, die häufig intensiv in Massen gehalten werden. So entsteht ein Haufen Mist. Und Ammoniakgas, das alles überdüngt, fast die doppelte Menge, als die Schweiz international vereinbart hat. Und Behörden und Politik schauen einfach zu. Zu viel Gülle zerstört aber die Biodiversität und belastet die Gewässer, wie Sie gesehen haben. Ein Teufelskreis. Ein Haufen Landwirte sind in diesem System gefangen, wo so viele andere verdienen daran. Und die Bauern können gar nicht anders, auch wenn sie wollen. Denn sie müssen ja Schulden zurückzahlen und ihre Investitionen amortisieren. Sie müssen keine teuren Maschinen abzahlen. Sie haben direkte Abnehmer für ihre hochwertigen Lebensmittel zu fairen Preisen.
in und um ihre Kulturen zirpt und keucht und flattert, Ausdruck vom Leben. Und auf nachhaltig bewirtschafteten Höfen hier im Schöntal zu Langenbruck, wo das Vieh nur Gras frisst und kein Kraftfutter von den Feldern oder aus dem Import, ist die Landwirtschaft ein Ort, wo die Natur ihren Platz hat. Arbeiten mit der Natur, wie dortmal, wo die Schweizer Bauern noch frei waren und nicht Knecht von der Wirtschaftsvögt. Die Befreiung zur Landwirtschaft mit mehr Natur ist als Bewegung im Moment noch gleich. Es ist klar, dass eine Umstellung vom heutigen System auf eine Produktionsweise mit mehr Natur ein langer Weg ist. Im Moment ist es noch eine Utopie von ein paar wenigen, die überzeugt sind, dass es Alternativen gibt zu den Zwängen vom Markt und von den Aktien. Sie haben sich für das entschieden. Und sie finden ihre Kunden immer mehr, die merken, dass das auch ihnen selber zu gut kommt. In allem. Durch eine Landwirtschaft nicht gegen, sondern mit der Natur. Zum Schluss, wie Sie es bei Netz Natur kennen, vier persönliche Fragen aus biologischer Sicht mit Blick aufs Ganze zum Thema, damit Sie sich selber eine eigene Meinung bilden können. Erstens. Unsere Recherchen haben ganz klar gezeigt, natürlich ist es möglich, dass man Lebensmittel umweltverträglich produzieren kann mit naturnahem Kreislauf, ohne Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger, also dass die Lebensräume nicht belastet werden. Also, an was liegt es denn, dass ein Haufen Leute immer noch meinen, dass nur eine intensive industrielle Landwirtschaft die Bevölkerung ernähren können und dass eine alternative Landwirtschaft das nicht können? Zweitens, es wäre jetzt nicht gerecht, die Landwirtschaft allein für die bedenklichen Umweltbelastungen im Land verantwortlich zu machen. Denn hier spielt noch ein Haufen anderes eine Rolle. Aber sogar wenn Sie das wollen, wie soll ein Landwirtschaftsbetrieb können umstellen auf naturverträglichere Produktion, auf Pestizide ganz oder wenigstens teilweise verzichten im Interesse von Mensch und Natur, wenn er dadurch durch wirtschaftliche Sachzwänge in Schwierigkeiten gerät, zum Beispiel durch einen Handel, der einem das Produkt doch zu fairen Preis abnehmen sollte, durch Behörden, die Vorschriften machen, oder auch durch Konsumentinnen und Konsumenten, wo der Preis immer noch wichtiger ist als Natur und auch die eigene Gesundheit, wo lieber ein günstiges Filet aus dem Ausland ins Einkaufskörper legen oder sogar über die Grenze fahren, um einkaufen. Drittens. Vor etwa 40 Jahren haben die Grossverteiler in der Schweiz den Bioprodukt zum Durchbruch verholfen. Das war eine Pionierleistung im Interesse des Tierwohls und der Natur. Heute geht das wieder in ein bisschen andere Richtung. Denn kürzlich hat der Kassensturz gezeigt, dass die Grossverteiler den Mehrpreis für das Biofleisch zum Beispiel, dass sie den Mehrpreis, den wir als Konsumenten zahlen, nicht einfach den Bauern weitergeben, sondern lieber in eigenen Sack stecken. Obwohl die Bauern eigentlich die Mehrkosten von der Bioproduktion haben und auch das Risiko dazu. Verkaufen auch darum die Bauernbetriebe, die besonders naturnah produzieren, ihre Produkte lieber gerade direkt an Kunden oder über eigene Netzwerke. Und findet man auch darum ihr Gemüse, ihr Obst oder ihr Wein eher selten in den Supermärkten der Grossverteiler. Und viertens, es ist heute eindeutig nachgewiesen, dass Bach und Flüsse, das Grundwasser, ja sogar das Trinkwasser in vielen Landwirtschaftsgebieten von der Schweiz massiv durch Pestizide und Düngemittel belastet sind, zum Teil deutlich über den Grenzwert. Da stellt sich schon die Frage, warum das nicht die Landwirtschaft selber, die Politik und die Behörden, die Forschung, die ganze Gesellschaft nicht alles dran setzt, um die Giftbelastung schnell deutlich zu reduzieren. Ich frage mich, und vielleicht fragen sich auch Sie, warum dass man grossflächig die Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft, immer noch massiv subventioniert, trotz ihrer grossen Umweltbelastung. Und warum man nicht die alternativen Methoden, resistente Sorten, kompromisslos unterstützt. Wie Sie vielleicht heute gemerkt haben, haben wir das Thema Wildzeug geschoben auf den 25. März im nächsten Jahr. Wir zeigen Ihnen unter anderem, was Wildzeug mit den Viren zu tun haben.
Jetzt denn gerade zeigt Einstein, wie die Versorgung trotz Corona funktioniert. Und morgen am 5.8. geht es nach der heutigen Geschichte in eine Höhle. Wenn die Natur also wieder am 25. März vom neuen Jahr, wenn Sie das wollen, würde das ganze Team freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und jetzt eine gute Weihnachtszeit, vielleicht ein bisschen anders als sonst, im kleineren Kreis. Und als Biologe kann ich Ihnen sagen, nehmen Sie das Coronavirus wirklich ernst und helfen Sie mit, jedem Einzelnen, dass sich Covid-19 nicht weiter ausbreitet. Wie das geht, das weiss man ja unterdessen. Ade miteinander.